Gude und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Tomb Raider hier auf dem Kanal von The Off Let's Play. Beim neuen Rise of the Tomb Raider natürlich, versteht sich. Ich will mal gerade gucken, ist irgendwie was bei den FPS-Zahlen? Die ganze Zeit steht da nur was von 30 FPS. Ich finde das super merkwürdig. Tja, Blage, Dünster, 12 habe ich nicht Vollbild. Exklusives Vollbild, scheint 6. Wir machen das mal aus. Was ist denn exklusives Vollbild, bitte? Das bringt's ja mal gar nicht. Ja. Okay, es hat sich jetzt nicht wirklich geändert. Ja, nur eine, bla bla bla. Pausing. Was ist. Können wir das nicht eh mal ausmachen? Grobisches 3D haben wir nicht. Bla. Lass uns mal hierbei. Gejagt, erlegen sie. Wollten sie Tiere. Wie sieht's denn jetzt schlechter aus? Wobei, es hat so jetzt einen Abbruch getan. Das ist jetzt noch weniger geworden von den FPS. Ne, das geht ja dann gar nicht. Nee, Leute. Also hier ist ja alles cool und sowas. Das wundert mich ja jetzt echt sau, ey. Warum das dann jetzt so einen Einbruch dann nochmal gibt? Krass, das macht viel mehr aus. Interessant. Und wenn ich jetzt exklusives Vollbild mache, macht er auch nochmal mehr. Es ist halt exklusiv dann. Es tut mir jetzt leid, dass ihr das halt seht, aber es ist jetzt tatsächlich, es macht auch nochmal mehr. Es verbessert sogar die FPS. What? Okay. So strange. Na gut, wir machen mal weiter. Ich hab's eh auf 60 FPS jetzt jagen. Ah ja. Okay, Pfeile verschießen linke Maustaste zum Drücken, so wie früher auch schon. Nice. Wir jagen. Oh, was ist das? Was ist das? Oh. Hallo? Da ist irgendwas. Eine Rolle oder so. Gleich mal aufsammeln. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Ah ja, also, wir hatten recht mit der Name Mongolisch. Oh. Oh. Hier also auch jagen. Okay. Wie kriegen wir Federn? Ach krass! Man muss jetzt hier. Was ist das? Hallo? Oh. Magnet. Ja, Chinwin. Okay. Jetzt eine Sprengladung. Aha. Das kann ich auch noch nicht abmachen. Wie nice, man muss jetzt aktiv jagen. Oh, was ist das? Ey, jetzt haben wir zwei Federn. Federn, geil. Okay, und die Pfeile behalten wir. Oh Gott, gut, Pfeile wiederfinden habe ich auch angegeben. Ist ja auch ganz gut, ist auch ganz sinnvoll. Ah, es läuft weg. Shit. Ah, shit. Krieg ich den Fall wieder? Ah, Mist. Da ist eins. Komm. Okay.
Tierfälle. Diese Ruinen hier, mongolisch. Hä? Okay. Shit. Das ist verletzt. Hier ist auch noch was. Überlebensverstärkt, wenn du Überlebensverstärkt in der Film. Okay, Überlebensverstärkt. Du bist verletzt. Jetzt habe ich zwei. Krieg ich die Pfeile auch wieder? Nice, auch beide Pfeile wieder. So ein Hasen hätte ich gerne noch. So ein Hasen. Und was denn, was ist jetzt? Ich habe jetzt ein Überlebensversteck gefunden, oder wie? Und was kann ich damit machen? Hä? Ich dachte, ich habe hier was gefunden. Geht da. Können wir was mit der Rinde? Bäume klettern. Ah! Okay. Guck mal, hier ist auch ein Buch. Wollen wir uns doch jetzt gerade noch mal ein bisschen umgucken, bevor wir jetzt hier einfach so straight weitergehen. Und... Oh, hier ist auch noch was. Guck mal. Gefunden. Tierfett. Whoa! Da war ein Hase irgendwo. Ich hab... Ach, scheiße. Meine. Schade. Entschuldigung. Guck mal, hier kann man auch hochklettern. Was bringt das? Tja, Parcours. Und jetzt? Da lang. Zu verstecken und dann so von oben angreifen, oder was? Nice, wäre natürlich super geil. Oh, guck mal, das auch noch. Shit. Oh. Ah, oh, shit. Stürzen jetzt hier ab, oder? Ist ja auch noch. Alter, ja, was kann ich hier... Oh, warte mal, sammeln, was? Ah, Hartholz. Was kann ich eigentlich jetzt mit den Dings anfangen da, mit den Fällen? Kann ich jetzt hier, muss ich jetzt irgendwas craften? Das ist eigentlich meine Aufgabe. Erkunden Sie weiter nach Hinweisen auf die verlorene Stadt. Okay. Kann ich jetzt hier hingehen? Oh, schön. Fähigkeiten, ihr habt neun Fähigkeiten. Ah, cool. Jagd- und Plünderfähigkeiten. Warte mal, was haben wir denn hier jetzt? Überlebende, schnelle Herstellung, schnelle Munition im Lauf, okay. Was haben wir da noch? Brandbomben. Eifriger Lerner, erhalten Sie Bonus. Was erhalten Sie Bonus? Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte und Herausforderung, okay. Haben wir noch irgendwas? Tierische Instinkte, Tiere glühen. Größere Tiere hinterlassen. Was? Größere Tiere hinterlassen? Und Blutspuren. Kontrolle, Bogenschützen. Munition zwingen, sie in Fällen finden. Ich glaube, ich mache das hier. Und dann Meister des Landes. Geil, weil dann kann ich nämlich die ganzen Tiere da. Achso, ich wollte jetzt gucken, ob ich noch was für den ganzen Kram anfangen kann. Kann ich jetzt irgendwie Inventar? Kann ich jetzt hier Munition? Kann ich jetzt hier was herstellen? Oh, geil, ich kann. Ah, dafür Holz und Federn. Geil. Und Ausrüstung? Ach, sieh an. Jagdköcher, Fell, Holz und was ist das? Papier? Ach krass, ich kann mir... Ach, wie nice, man muss das jetzt selbst herstellen. Alter, wie geil ist das denn bitte? Ah, brauche ich nochmal ein paar Felle hier. Ach, guck. Wo ich da hoch irgendwie? Oh, war auch noch. Voll schade. Huch. Nein, bleib hier. Ach, aber den Pfeil kriege ich nicht wieder. Tolles Kino. Wie viel Pfeile habe ich denn? 23. Oh, boah, ich jetzt viele Pfeile hier. Ja. Hauen wir das hier gerade nochmal runter. Bäm. Huch. Hä? Ah, da. Schon ein bisschen erschreckt. Hier hätten noch irgendwas geleuchtet. Ach, das war das hier, ne? Huh. Guck mal da. Och, Mist. Los, hä? So, können wir jetzt hier gucken?
okay. Das haut ab. Oh, das arme Ding, ey. Bam! Nein! Ah, verdammt. Komm schon. Jetzt hier jagen, ey. Jetzt der Hunter hier schlechthin. Yes. Okay. Läuft auch weg. Ich habe das auch erwischt jetzt gerade. Wo ist es? Da. Hä? Was? Ey, zwei Pfeile verschwindet. Ich habe wieder zwei bekommen. Okay, und hier bekomme ich auch zwei. Yes. So. Nice. Ach, guck mal hier oben. Okay. So. Springe ich hier drauf? Nein. Warum? Oh, eine Kiste. Yeah, und gleich wieder EP bekommen. Eine Krone. Von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? So, jetzt soll ich sie untersuchen, um hier Sachen... Ach, guck an. Nee. Hä? Soll jetzt hier Sachen entdecken? Okay. Suchen Sie verschiedene Informationen zu finden. Okay. Oh, hier irgendwas? Hier ist nichts Verstecktes da. Ihr Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen. Wann siehst du das denn? Okay. Gut. Wenn du das sagst, dann wird es so sein. Zwei Federn auf. Was ist das? Ach krass. Wie cool. Ich wüsste ja. So. Bam. Yeah. Auch wenn es voll gemein ist, sie zu töten, weil es so voll wert. Oh, ich krieg den Pfeil auch gar nicht wieder. Oh Mann. Oh, cool. Bam. Und da ist auch noch eine Schriftrolle. Erstmal zuhören. Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt, aber die übriggebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Es sind doch eigentlich jetzt genug Informationen und Hinweise darauf, dass diese Stadt hier ist, oder? Da haben wir doch jetzt mehr als genug. Ich liebe diese Schneelandschaft. Ich liebe es in Spielen. Echt, habe ich es schon mal erwähnt? Ich liebe Schneelandschaften, wirklich. Ich mag wirklich Schneelandschaften. Ah, geil, guck mal, das ist auch so eine Karte. Nice! Vielleicht können wir von hier oben auch... Was? Was ist gerade geleuchtet? Hallo? Oh, müssen wir jetzt nicht runterschießen hier? Dich hätte ich jetzt gern... Nein, warum hilfst du mir? Bam! Und dich da hinten auch. Du hilfst nicht weg. Yes! Und dich nehme ich auch noch. Ja! Yeah. Cool. Okay, Achtung. Ah, okay. Hat uns nichts getan. Der weiche Schnee hat uns geholfen. Abzufedern. So. Ja. Ganzen Täubchen da, die wir hier töten. Tut mir echt leid um die, aber. Ach, ist hier noch eine Inschrift? Ist hier eine Inschrift? Ist hier eine Inschrift? Ist das ein Hase? Ach, mal so ein dummer Hase, ey. Was ist das? Ach, das ist auch noch ein Nest. Okay, das shooten wir auch noch. Bam! Ich hoffe, wir kriegen wieder so einen geilen Recover-Bogen dann später. So einen richtig nice einfach. Das wäre richtig cool. Voll Bock drauf auf den Bogen. Hat mir im ersten Teil schon so Spaß gemacht. Also erster Teil, das ist ja eigentlich so. Der erste Teil ist es ja auch nicht mal in der Hinsicht. Wo ist da ein Hase? Wir haben mal so einen Hasen jetzt hier. Hasen sind voll schwer. Ich glaube, die sind auch voll selten. Mann, da ist einer. Der Hoppelhase. Yes! Ich meine, oh. Aber ich muss das nur tun, um zu überleben. Wirklich. Ich mach das ja nicht gerne, sondern. Ich tue das ja auch wirklich nur, um zu überleben, um Lara hier zu... Alter, es gibt so... Ich liebe es zu entdecken. Alter, ich bin gerade so richtig... Ich freue mich gerade wie ein Schneekönig, ey. Schneekönig, Schnee. So, haben wir entdeckt. Und ein Relikt wieder, oder? Yeah, irgendein Bauteil.
Yeah, Bauteil! Okay. Oh, wer ist da? Auch noch ein Nest. Bäh. Yes, okay. Hm. Da haben wir auch noch Dings. Und gleich mit. Oder da hinten noch? Was ist da hinten noch? Ah, oh, das ist das. Oh, können wir hier oben nochmal gucken? Oh, da ist noch eine Oblase. Ah, schade. Wo ist er? Wo ist er da vorne? Nein! Okay, ich muss dir den Fall jetzt irgendwie mal gerade. Oh, was? Ich bin vor. Wo ist das? Oh, ein Typ, der erfroren ist. Was haben wir gefunden? Ach, guck mal, da sind noch Sachen. Hier sind wir jetzt. Da ist noch was. Das ist ein Dokument. Da ist... Da müssen wir hin. Ist das ein Höhleneingang? Was? Was? Hä? Sind da auch noch Karten? Archivkarten, was ist das hier? Was ist das für ein Symbol? Forscherstelle zum versteckte Ressourcen. Ach krass, das ist eine Forscherkarte gewesen. Okay, dann, wir sind jetzt hier, dann gehen wir doch mal. Es ist da oben irgendwo, oder? Gucken wir doch gerade mal. Ey, jetzt hier schon 15 Minuten reines Survival. Und so, nochmal gucken. So, jetzt hier rechts. So. Da, tatsächlich. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Oh. Also entkommen wir auch wir nicht dem Trinity-Orden. So wie es aussieht. Da. Gucken wir nochmal auf der Karte. Da oben soll eine Höhle sein. Da oben, okay. Komm. Yeah. Ah, noch geschafft, ey. Gott sei Dank. So, und hier soll eine Höhe sein, ja? Das hier? Ah, noch ein, zwei. Huch, noch ein, zwei da hinten. Okay, hier können wir das Hartholz nochmal mitnehmen. Ich muss jetzt aufpassen, weil irgendwann sind meine Taschen ja auch voll. Und ich muss mir dann neue Taschen zulegen. Ach, hier unten? Ja, klar. Ja, da ist auf jeden Fall eine Höhle. Ach, und hier machst du jetzt wieder so einen Stick an, oder was? Pilze. Dass uns jetzt hier irgendein Wolf entgegenkommt. So ein bisschen beklemmendes Gefühl hier. Aber es klemmt doch gar nichts. Ja, es klemmt doch nichts, aber. Dennoch, da ist auch noch eine Map. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Ich glaube, der Prophet wird nochmal eine ganz große Rolle spielen. Ist nur so eine Vermutung, aber es könnte ja sein. Ah, hier kann man später auch noch lang. Oh, warte mal, da ist auch noch ein Erz. Nice. Yes, zwei Erze. Das auch noch. Geil. Ich weiß nicht, wofür wir es brauchen, aber wahrscheinlich für Munition oder so. Ja, komm schon. Oh yeah, noch ein Erz. So, gut.
Haben wir durch. So, sehr geil. Sehr, sehr cool. So, aber irgendwas gefällt mir jetzt bei den Einstellungen noch nicht und hier meckert auch gerade irgendwas rum. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder in einer neuen Aufnahme von Tomb Raider, Rise of Tomb Raider. Sorry, dass es jetzt eher so eine Survival-Folge war. Danach gehen wir aber da hoch und sehen uns dann. Also bis gleich. Gute.